Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Schönen guten Abend. Bei hier ist Servus Krone, unser täglicher Blick in die Bundesländer. Schüler der Internationalen Schule St. Gilgen waren eine Woche gemeinsam unterwegs. Aber nicht für eine Sportwoche oder für einen Städtetrip, wie das ja für ein Gymnasium so üblich ist. Die sechs Jugendlichen waren nämlich eine Woche lang in einem Krankenhaus in Tansania zu Gast. Die Zustände, die die Jugendlichen dort gesehen haben, haben sie so beeindruckt, dass sie jetzt ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen haben. Spenden sammeln also für eine Klinik in Tansania. Ein Lehrer, der hat heute mit einem Projekt aufmerksam gemacht, indem er 10-mal die Postalm bei Strobel am Wolfgangsee rauf und runter geradelt ist. Peter Bennett gibt alles. An einem Tag will der Lehrer 5.895 Höhenmeter mit dem Fahrrad sammeln. Dafür muss der Australier 10-mal die Postalm bei Strobel auf und ab. Insgesamt ergibt das dann die Höhenmeter des Kilimanjaro, des höchsten Berges Afrikas. Ich bin optimistisch. Ich glaube, ich kann das 10-mal. Ich habe es schon 6-mal in Training gemacht, ohne Unterstützung von anderen Leuten. Und heute geht es eigentlich besser. Der 49-Jährige will damit auf ein Hilfsprojekt seiner Schüler aufmerksam machen. Er ist Lehrer an der Internationalen Schule in St. Gilgen am Wolfgangsee. Und zwei seiner Schützlinge sind Kami und Elisabeth. Die beiden waren mit 4 anderen Schülern und Begleitern eine Woche in einem Krankenhaus in Tansania. Die Zustände dort haben die Schüler schockiert. Hygiene war dort nicht Nummer 1, sagen wir so. Sie haben den Operationstisch mit den gleichen Laken gewaschen, mit denen sie den Boden aufgewischt haben. Ich war sehr wie am Boden, nicht zerstört, aber es war wie wenn einfach ein Wasserschwall mich umwerfen würde und ich am Boden sitze und denke mir, was ist da gerade passiert. Also es war einfach viel zu schnell, dass man sich das alles irgendwie verstehen konnte. Einmal wurde etwa eine Operation verzögert. Nach Stunden erst hat die Gruppe erfahren, warum. Die Laken wurden am Morgen gewaschen und sie haben die Laken aufgehängt. Nur die Sonne hat sie nicht schnell genug getrocknet. Und die anderen wurden schon verwendet für andere Operationen. Und somit hatten sie einfach keine mehr da für die Operation und mussten sie abbrechen. Als diese Gruppe von unserer Schule zurück von Tansania kam, war es mir klar, dass da ist eine Möglichkeit, irgendwas zu helfen, irgendwas zu tun. Und obwohl jeder denkt, ich bin nur ein Mensch. Was kann ich tun? Ich kann nichts bewegen. Und ich habe satt mit so einem Denken, so diese Denkmuster. Ich dachte, irgendwann kann man doch als eine einzelne Person, kann man schon was bewegen. So hat er sich auf den Sattel geschwungen und ist fast 14 Stunden am Stück für den guten Zweck durchgeradelt. Alle Spendeninfos findet man auf der eingeblendeten Homepage. Dieser etwas andere Schulausflug nach Afrika hat Rieseneindruck hinterlassen. Elisabeth ist jetzt sicher, sie will einmal Ärztin werden und Kami in die Forschung gehen. Vor wenigen Minuten, wir sind ja eine Live-Sendung, haben wir die Nachricht bekommen, Peter Bennett hat es geschafft, 10-mal die Postalm rauf und runter, also die Gesamthöhe des Kilimanjaro. Gratulation, also rauchen tut er sicher nicht. Nein.